Okay, warum auch immer ist jetzt in meinem Schlafzimmer die Amazon Alexa angegangen. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Suista, und heute machen wir weiter bei Animal Crossing New Horizons. Wir starten den ganzen Spaß jetzt mal. Also es ist 5 Uhr morgens, ich bin schon wach und es beginnt auch wieder ein neuer Tag. Immer um 5 Uhr ist auf jeden Fall hier Reset, wenn ich es richtig geschnallt habe tatsächlich. Und ja, da ist auch schon die Inselansage. So. Bin mal gespannt, ob wir demnächst endlich den Campingplatz hier bekommen. Den bekommt man übrigens ab dem Bau des Rathauses. Oder halt diesen großen, ja doch, Rathaus ist es ja jetzt. So. Und dann ein bisschen Sternis verkauft. Natürlich nett, ne? Wenn man immer so ein bisschen Geschenkchen bekommt. Schauen wir uns mal den weiteren Raum an. Ah, der ist da drüben jetzt. Okay, warum auch immer, ist jetzt in meinem Schlafzimmer die Amazon Alexa angegangen. Muss ich mir mal ganz kurz muten und sagen, dass sie die Klappe halten soll. So. Sehr kurios. Habe ich auch noch nicht erlebt. Dass die einfach mal anfängt, hier irgendein Lied loszubabbeln. So, Früchte sind auch wieder da. So ein paar zumindestens. Es ist schon hell hier. Schon mal ans Brett. Sind aber noch keine neuen Mitteilungen oder Ankündigungen am Start. So, gehen wir mal ins Service Center in der Hoffnung, dass Tom Nook jetzt sagt: So, ey, wir können den Campingplatz bauen. Okay. Schau mal, ob er was sagt. Oh, der KK oder KK, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich heißt. Klar kennen wir den. KK Klagelied, übrigens das Lieblingslied von Jolly oder auch im Englischen Rusko. Einer meiner Lieblingsbewohner. So, schauen wir mal noch mal kurz bei, ob da irgendwas Neues noch kommt. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, den Campingplatz zu bauen.
Den bauen wir natürlich direkt. Muss nur schauen, wo ich jetzt hier überhaupt noch Platz habe. Die Insel ist schon so vollgestopft. Hier? Wie groß ist er denn überhaupt? Der ist, glaube ich, recht groß sogar tatsächlich. Ich möchte den... Ja, ich werde die Insel so oder so nochmal abändern. Das definitiv. Das ist nur die Frage, wo haben wir noch Platz? Fischi. Da ist das Museum, da sind schon Bewohner. Oben könnte ich es höchstens versuchen. Das ist halt recht weit weg, das ist ein bisschen doof. Blub. Hier haben wir genügend Platz. Hier kann man hinbauen. Oh, ein Kühlschrank. Also hier können wir den Campingplatz dann hinbauen. Ich werde eventuell das Ganze nochmal in ein extra Video packen. So, dass ich das nochmal rausschneide. So. Dann schauen wir uns mal kurz die Anleitung an. 15 Holz, 15 mal Weichholz, 15 mal Hartholz, 15 mal Eisenerz. Okay, geht klar. Ich glaube, 15 Holz habe ich tatsächlich gar nicht momentan. Müssen wir mal gleich schauen. So, Hartholz haben wir schon mal. Weichholz haben wir auch. Oh, wir haben auch normales Holz. Sammeln ja immer gerne an, tatsächlich. Also, haben alles für den Campingplatz. Perfekt. Ach so, den muss ich ja ich muss ihn ja bauen. So wie immer wieder ganz verplant. So. Ah, da gibt es wieder richtig schön Geld, wenn ich mal die Bäumchen so anschaue. Muss es auch noch alles sortieren. Also ich habe schon so ein bisschen einen Plan, wie ich meine Insel gestalten möchte tatsächlich. So. Einmal darüber. In der Hoffnung, dass der jetzt hier hinpasst. Perfekt. Das Schöne ist, also der ist jetzt dann morgen fertig im Prinzip. Das heißt, wir brauchen wieder einen Tag. Das war jetzt irgendwie ein Hund, sollte man den gehört haben. Braucht immer einen Tag, bis was gebaut ist. Und wenn wir den dann haben, haben wir die Möglichkeit, Amiibo-Karten oder generell Amiibos einzuscannen, den NFC-Chip, und somit die Möglichkeit, dass wir eben diese Karten, also gibt es ja diverse Serien mit den Bewohnern, dass die dann unseren Campingplatz besuchen und wir sie da so überreden können, auf unserer Insel zu bleiben. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ich habe davon jetzt, beziehungsweise hatte mir jetzt die Jolly Roscoe-Karte extra geholt. Die müsste ja auf die Tage ankommen.
Ist die Frage, konnten wir den jetzt nur einmal nicht bauen? Oh, Mischholzwand, die ist auch schön, muss ich tatsächlich sagen. Mal auch ein bisschen so Gartenbänke verstellen. Aber ich habe halt schon so richtig Sachen im Köpfchen, wie ich das vorhabe, wie das dann ausschauen soll, ne? Aber das wird noch ein großer Schritt, die Stadt aufzubauen, richtig? Wir müssen ja auch 5 Sterne dann schaffen, damit KK eben, ich glaube, entweder das Konzert gibt oder regelmäßig bleibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. 5 Sterne zu erreichen ist gar nicht mal so einfach, tatsächlich. Nein! Da ist unsere hübsche Steinaxt kaputt. Aber wir haben ja noch zum Glück eine. Glaube ich, hoffe ich doch. Ja, haben noch eine. Und warum zeigt sie da jetzt nicht an? Ah, jetzt. Jetzt zeigt sie es an. Wir brauchen eine Schaufel. So. Ah, da haben wir schon geklopft. Fossil. So, immer schön aufsammeln. Da noch ein Fossil. Oh, zumindest könnte da eins drin sein, sagen wir es mal so. Ist eins drin. Sehr schön. So. Immer schön einsammeln. Es gibt dann auch wieder später Sternis. Allerdings muss ich bis 8 Uhr warten, bis ich das verkaufen kann. Ach Gott. Das hasse ich halt, wenn ich so wegrutsche. Manchmal passiert es mir tatsächlich noch, dass ich da halt wegrutsche und dann verkacke ich die Serie. Ich glaube, ich setze auch nachher mal die Bäume um. Die lasse ich mal so, weil dann weiß ich, welches die Fruchtbäumchen oder Obstbäumchen auf sind. Dann setze ich die nachher, glaube ich, alle mal auf einen Bereich der Insel. Mal ein bisschen mehr Platz hier wieder habe. Oh, jetzt habe ich den Fisch vergrault.
Das ist natürlich nicht so schön. Das da. Cool ist über die Verkaufsbox. Könnt ihr halt auch einsehen, wie viel Sterne ihr dann verkaufen könnt. Also im Laden dann später. Sollte der Laden bei euch noch nicht aufhaben. Ihr müsst halt immer einen Tag warten sonst. Nehmen wir mal das Fischi mit. Wirklich. Ah, diese Eier, ne? Ohne Scheiß. Schrecklich. Also ich meine, vom Prinzip her ist es echt ein nettes Event, aber es ist teilweise voll nervig. Er denkst, cool, ein Fisch, und dann kommt da einfach nur so ein Ei raus. Und denkst dir so, wow. Das ist halt schon sehr belastend. Oh, ich glaube, den hatte ich noch nicht, oder? Oder hatte ich schon Karpfen? Hatte ich schon Karpfen? Oh, den hatte ich doch schon. Mal den Strand ablaufen. Ich glaube, irgendwas macht es gerade im Hintergrund, weil so ein bisschen Lag habe ich gerade. Ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht so. Sonst wäre es echt ein bisschen fatal. Gestern hatte ich mir auch 2 Meilen-Tickets geholt und kam mal wieder auf so richtige, nicht sehr sinnvolle Inseln. Also ich habe da echt bis jetzt noch kein Glück gehabt, dass ich auf der Vogelspinneninsel oder auf der großen Fischinsel oder sowas gelandet bin. Ist auch ganz selten, dass ich mal auf Inseln lande, wo die Früchte halt anders sind als meine Standardfrucht. Also meistens lande ich tatsächlich auf Inseln, wo auch Äpfel halt einfach die Startfrucht ist. Also meine Startfrucht im Prinzip ist. Das ist ein bisschen belastend manchmal. Hallo? Will was bauen? Hallo? Ah, jetzt. Eisenschrank. Schon ein bisschen was zusammengesammelt, ne? Würde ich mal sagen. Das ist auch schön. Also die Kirschblütensachen finde ich echt hübsch teilweise. Es sieht auch gut aus, aber ich will kein pinkes Zimmer tatsächlich. So, bauen wir mal hier einmal eine Wackelaxt. Mal gleich mal ausbauen zu einer normalen Axt, weil mit einer Wackelaxt kann man nicht so viel anfangen. Ah, keine nochmal. Die wollen wir haben. Gulliver ist tatsächlich jetzt auch nicht mehr auf der Insel aufgetaucht. Der war ja jetzt 2-mal in Folge tatsächlich bei mir und beim 2. Mal habe ich es halt einfach mal hart verkackt, das die Quest zu machen, um nämlich die Goldschaufel. Ja. Guten Morgen. Ganz vergessen, ich habe noch eine Schaufel. Hey. Egal, dann habe ich halt noch mal eine in der Reserve. Schadet ja eh nicht. Aber man merkt auf jeden Fall, für Sui ist es noch am Morgen. Sui ist noch voll verpeilt. Gibt's wieder über 16.000 Sternis. Jo. Sternis muss ich hier echt mal. Also da habe ich halt echt die Hoffnung, dass ich mal auf so einer Insel lande. Einfach damit ich hier fleißig. War hier jetzt nicht eigentlich was zum Ausbuddeln? Oder hä? Oh. Hier müsste ich noch eine Brücke machen, damit ich drüber laufen kann. Aber das lasse ich einfach erstmal, weil ich ja sowieso
die ganze Insel noch mal terraformen möchte, also so wie ich sie gerne hätte. Deswegen wäre das nicht so sinnvoll, wenn ich jetzt hier voll die Kohle ausgib. Da kommt dann nun Osterei raus, was auch sonst hier. Ich gehe jetzt noch die Insel ab in der Hoffnung. So nochmal Plätzchen finden zum Buddeln. Da oben schaue ich nämlich tatsächlich ganz, ganz selten hin. So, und jetzt freue ich mich wieder einen ab und denke mal, oh, ein Fisch, und da kommt bestimmt gleich wieder ein Osterei raus. Was sag ich? Wann bin ich gut? Da war die Angel futsch. Schöne Angel. Können wir auch gleich wieder eine bauen. So, auf der Suche nach Löcherlis zum Buddeln. Da ist noch eins. Und da oben ist eine Flaschenpost. Sammeln wir die zuerst ein, bevor es die wieder wegschwemmt. Flaschenpost freue ich mich immer drüber, weil da ist voll oft eine Bastelanleitung dabei oder auch mal ein Möbelstück. Und das ist schon ganz cool. So. Sehr schön, noch ein Fossil. Muss mal schauen, also wenn wir soweit sind, werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen, wenn ich die Insel umgestalte komplett. Aber es wird noch so einige Videos geben, also wie gesagt, ich werde noch ein Video dazu machen, wie ihr eure Amiibo-Karten ins Spiel transferieren könnt. Wie gesagt, dazu braucht ihr auf jeden Fall einen Campingplatz, Leute. Und den habt ihr jetzt in dem Video gesehen. Ich werde auch diese Folge dann in dem, sag ich mal, Campingplatz, also das Campingplatz, wie man den einfach bekommt, generell. Die Schritte werde ich einmal dann noch erklären im Amiibo-Video und werde aber auch diese Folge hier noch verlinken, damit ihr seht, an welcher Stelle oder wie das dann ausschaut, wenn ihr eben diesen Campingplatz freischaltet. Bin ich mal gespannt, wann mein Amiibo-Line kommt. Ob das heute noch kommt oder erst morgen. Im Prinzip, nee, morgen kann es gar nicht kommen, morgen ist Feiertag, hehe. Fällt mir gerade so ein. Aber im Prinzip ist es egal, weil ich muss ja sowieso einen Tag warten. Und da ich ja komplett ohne Vorspulen spiele, sondern wirklich die harte Arbeit, mir mache alles hier legal, in Klammern, also in Klammern legal nenne ich es einfach mal, ohne halt ein bisschen zu cheaten. Ist ja schon ein bisschen cheaten, wenn man halt die Zeit überspult, damit man nicht ewig warten muss. Halt eben so spiele, ganz normal. Was auch wirklich anstrengend ist, muss ich tatsächlich sagen, weil ich habe zum Beispiel Animal Crossing, das Wild World, habe ich auch mit Spulen gespielt. Gut, da war ich aber auch vor 15 Jahren, jetzt muss ich wieder rechnen, da war ich 11? Ja, da war ich glaube 11, ne? 11. Ja, vor 15 Jahren war ich 11. So. Und da konnte man natürlich nichts erwarten und dann hat man natürlich beim DS sofort rausgefunden mit Zeitspulen und so. Und da habe ich dann natürlich auch gespult, weil warten ging gar nicht. Und man muss auf jeden Fall sofort alles haben. Das auf jeden. Und hier ist es zwar schon, sag ich mal, eine sehr große Qual für mich, immer zu warten den ganzen Tag, bis ich dann halt meine Sachen habe. Aber umso mehr freut man sich da natürlich. Ich meine, wenn ich bedenke, wann habe ich jetzt angefangen, müsste ja, ich glaube, das erste Achievement, ne? Da sehe ich, wann ich angefangen habe. So, ich habe die Insel aufgebaut am 30.03. im Prinzip. Und jetzt heute haben wir den 9. So, das sind 10 Tage. Also ich bin jetzt 10 Spieltage? Ja, es müssen jetzt 10 Spieltage müssen sein, tatsächlich, glaube ich. Weiß ich nicht. Glaube schon. Mal guck mal, noch einmal Eigenheim ausbauen und dann haben wir wieder ein Achievement. Allerdings, ja, muss ich erstmal abbezahlen, teuer. Sehr teuer.
Emotionen, da haben wir leider noch keine neuen. Umzug abbezahlt. Rübenguru. Da haben wir ganz nice Rüben verkauft. Zum ersten Mal tatsächlich. Brieffront haben wir noch gar nicht angefangen. Müssen wir auch noch machen, Leute. Hier haben wir bald die 100 schon mal. Wir müssen aber 300 für die goldene Schleuder machen. Einmal gerade mal die Gulliver-Quest. Also das ist wahrscheinlich 10, 20 und 30, gehe ich mal von aus. Bei 30 Mal müssen wir die Quest erledigt haben, damit wir die goldene Schaufel bekommen. Ah, da sehen wir es. Oh, sogar 11 Tage. Wir haben jetzt 11 Spieltage. Und ich bin ganz stolz, für 11 Spieltage haben wir schon einiges. Gut, ich hatte auch ein bisschen Hilfe von einem Kumpel, der hatte mir dann Früchte gegeben, eben, damit ich halt doch ein bisschen Geld zusammenfarmen kann. Aber, ich meine, ja. Ich habe halt auch sehr spät angefangen, weil mein Spiel, ich habe mein Spiel direkt von Nintendo tatsächlich auch. Und mein Spiel kam halt erst 1,5 Wochen fast nach Release an. Dank der derzeitigen Situation, ne? Da ist ein bisschen, sag ich mal, Katastrophe mit der Post. Dann kam das Spiel auch recht spät. Und dann habe ich auch dementsprechend spät anfangen können. Und sonst hätte ich eigentlich schon pünktlich zu Release angefangen, aber das war halt nicht mit drin. Okay, die will ich glaube ich nicht anziehen. Nein. Und ja. Müssen wir mal schauen. Schlafzimmer haben wir eins gebaut. Das ist ja jetzt in Klammern das Wohnzimmer. Die können wir alle ins Lager. Lässt euch auch mal ins Lager. Steine brauchen wir auch nicht. Holz weg. Das behalte ich irgendwie lustigerweise auch immer und weiß ja nie. Vielleicht muss man mal was craften oder so. Alles mal ins Lager. So, die gebe ich nachher bei Eugen ab. Oder wie unser Adler sagen würde, Eugen. Ich weiß gar nicht. Wo ich denke, wahrscheinlich heißt der dann im Englischen Eugene oder so. Eugene. Eugene ist ja, glaube ich, das englische Wort für. Glaube ich. So. Hier drüben möchte ich ja meine Küche. Also wir haben jetzt, ich glaube, gibt es glaube ich sogar noch einen Raum. Ich weiß es gar nicht. Wir haben jetzt Schlafzimmer, Wohnzimmer. Hier möchte ich meine Küche. Das ein Badezimmer brauchen wir halt auch noch. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob es hier auch möglich sein wird. Ich denke aber schon, dass man hier auch noch Stockwerke nach oben bauen kann. Gewürzständer. Hier kommt der Kühlschrank mal hin. Da. Den. Wie schaut der aus? Ah, der muss dann auf den Tisch. So, dann könnten wir rein, theoretisch. Auch noch ins Lager. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwie einen hübschen Boden? Ne, wir haben keinen hübschen Boden. Ach, guck mal, da können wir sogar ins Lager zugreifen. Einrichtung, was haben wir denn hier? Nichts Hübsches auf jeden Fall. Handtuchhalter, Tapeten, Boden haben wir auch noch kein schön. Na, ja, da müssen wir halt dann noch schauen. Also da müssen wir dann noch einkaufen. Da gehen wir mal kurz hier ans Nook-Portal. Vielleicht gibt es ja da gerade was Schönes tatsächlich. Freue mich auch, wie gesagt, extrem, wenn Jolly dann einzieht, weil das Coole an Jolly, beziehungsweise in Englisch wie gesagt Roscoe. Er hat ja diesen Schwarz-Weiß-Stil, also diesen Schach-Stil, die Schachmöbel. Und bei mir war das damals als Kind so, ich habe die Schachmöbel geliebt. Und die Schachmöbel haben mich dann dazu inspiriert, dass meine Eltern mir alles in Schachclub kaufen mussten, also so Schwarz-Grau-Weiß und tralala. So. Und dann mussten die mir die Bettwäsche davon so kaufen und Handtücher wollte ich solche haben. Selbst jetzt mittlerweile, also meine Wohnung, die Wohnwand ist schwarz-weiß. Mein Bett, wo ich damals gekauft hatte, ist schwarz-weiß. Gut, der Stuhl jetzt hier ist schwarz-rot, aber ich bin halt
generell so mit Schwarz und so bin ich da schon echt unterwegs. Ich mag das einfach, die Farben. Stehe ich voll drauf. Oh, ein Mountainbike. Oh, boah, der Preis, Leute. Cool ist, da sieht man ja auch, wo das hingeliefert wird. Wir mal hier noch. Da gibt es eigentlich auch ganz nette Sachen. Baustellenschild. Straßenlampe. Oh, wow. Das ist halt auch cool, ne? So Godzilla-Stil. Ah, das ist doch nice. Geht euch mal das rein. Wow. Okay. Da hübsches. Aufstand. Da gibt es schon mittlerweile echt coole Sachen, muss man ja echt mal sagen. So, mal nochmal auf den Bankautomat einzahlen. Den Kredit lasse ich jetzt erstmal so stehen, weil sonst bin ich wieder dauerpleite. Bisschen Geld auf der Rücklage brauche ich auch. So. Wir sind aber schon wieder über der Zeit, sehe ich gerade. Halt schlimm bei dem Spiel, da vergeht die Zeit im Nu. Das ist echt schlimm bei dem Spiel. Die Zeit vergeht und vergeht und man ist eigentlich noch mittens dabei und noch gar nicht fertig. Haben aber jetzt soweit alles gemacht. Wir haben den Campingplatz abgesetzt. Zumindest eine praktische Stelle für gefunden. Und ja, müssen dann noch zu Eugen. Das mache ich aber jetzt dann gleich noch. Ich hoffe aber trotzdem, das Video hat euch gefallen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare oder lasst auch ein Abo da und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Animal Crossing New Horizons.